Hallo, ich grüße euch total und recht herzlich. Pfingsten 2021. 2021, ein Jahr wieder mal wie 2020. Nur im Jahr 2020 war Pfingsten geil. Auch Pandemie zwar, Masken getragen, auch, ja, alles klar. Alles war neu. Dennoch war kein Virus in Sicht. Wir fuhren offen mit einem Roadster durch eine wunderschöne Landschaft. Wir hatten sogar großes Glück. Einige Oldtimer kamen uns sogar entgegen. Es war sogar eine Thin Lizzy aus den 30er Jahren dabei. So, heute war ich gerade soeben heute Morgen raus hier. Pfingsten 2021 auf dem Montag. Pfingstmontag, bin halt hier mal spazieren gegangen. Es war natürlich alles dicht, weil halt heute alles geschlossen bleiben muss. Ist ja Feiertag. Auch Bäcker hatte zu. So, ich habe meinen Ort gesehen. Es war wirklich windig. Ich weiß nicht, wo ihr in Pfingsten seid, aber hier in diesem Umfeld ist es halb dunkel, dann wieder hell, aber warm. Naja, man kann mit einem Pullover und eine leichte Jacke raus. Ist klar. So, Pfingsten 2021 ist auch wieder elektronisch, weil wir elektronisch sind. Ich habe mir Samstag, Sonntag und jetzt auch Montag und werde auch gleich weiter noch und am Dienstag sicherlich auch nochmal hier reinschauen in die Welt online. So wie jetzt auch. Das mache ich ja öfters, um euch zu zeigen, was so los ist. Ihr selbst könnt es auch. Ihr geht jetzt einfach mal in eure elektronische Welt, TikTok. Und jetzt. Everybody makes a TikTok! Post, ne? Schon wieder viermal der Schnee über den Onkel Fickerberg hier geknallt. Bis du mal fertig bist. Na, dann ist... Film, der Zauberer von Oz weinte der Blechmann Schokoladensirup statt echten Maschinenöl, da sich das Öl nicht gut fotografieren ließ. Film, der Zauberer von Oz weinte... So, ihr habt jetzt in den wenigen Sekunden, wo ich das gemacht habe, einige Informationen. Erstmal bei TikTok ganz viele Frauen, die super gut ausschauen, auch voluminöse Oberteile tragen. Dann habt ihr vielleicht auch Glück, dass ihr mal aus der Welt des Films, des Theaters, der Musik auch eine Beschallung bekommt und auch Hintergründe, wie in einem Green Room gearbeitet wird bei TikTok. So, wir können natürlich auch noch einen anderen aufrufen, mal sehen, was da so abgeht, und zwar Instagram. Bei Instagram habe ich natürlich viele Leute, die da irgendwas machen. Nur bei TikTok ist mehr los. Aber hier seht ihr auch Damen. Wie gesagt, ich habe keinen Einfluss dafür. Ich lasse einfach laufen und ja, irgendwas erscheint da immer. Ne? Meldung von Einkünften, schön, schön. Also wie gesagt, darum geht es mir heute. Um Informationen. So, wir leben in einer Welt von Informationen. Wir haben ganz viele Informationen. Auch ich gebe jetzt hier Informationen, die zu einem reichen, der immer lacht darüber und immer wieder den Daumen nach unten. Aber ist halt so. Meiner einer will jetzt nicht, dass ihr ein Kreuz an Kreuz oder ein mitmacht oder YouTuber werdet. Ich freue mich natürlich total, wenn ihr mitmachen würdet und wenn ihr auch die Glocke und wenn ihr auch ein Like da lasst und wenn ihr überhaupt mitmacht hier bei YouTube. Okay, YouTube, Instagram, TikTok and so on. So, wir leben in einer Welt der digitalen Umfeldes oder in einem digitalen Umfeld. Wir leben aber in Wirklichkeit total analog. Ich musste halt analog diese Kamera an und gleich auch wieder ausschalten. So, analog. Ich spreche jetzt analog
Das ist keine digitale Geschichte, sondern analog. So, worauf will ich denn hinaus? Wir haben Pfingsten und das Wetter ist nicht gerade einladend und was man sieht, sieht man nichts. Also real, analog sieht man nichts. Natürlich könnte man was sehen, wenn man intensiv jetzt unterwegs wäre, aber das Wetter lädt einen dazu nicht ein. Also man hat also nicht das Bedürfnis, jetzt wirklich tatsächlich rauszuwollen in die Botanik und das Wetter ist nicht so. Und einkehren, irgendeinen froh machen mit Geld und ein Käffchen trinken oder irgendwas kann man auch selbst. Also mittlerweile werden viele Menschen genügsam und ich habe die Analyse von TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook jetzt abgeschlossen und ich muss schmunzeln. Also nichts gegen die wunderschönen Frauen mit den Oberweiten, ja. Nichts gegen die japanischen Frauen, chinesischen Frauen mit den Wahnsinns-Oberbeinen, Oberbrüsten und schlanken Füßen, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann die ganzen Raketen, dann die ganzen MGs und so, also Kriegsszenarien und. Ja? Natürlich sind auch hin und wieder mal sehenswerte Sachen dabei. Was mich so langsam frage, oder wofür ich mich langsam so frage, ist das mit dem Mars. So, am Mars liegen einige Orbiter und die fahren dann da rum. Die haben sogar einen Flugkörper, was da durch die Gegend fliegen kann und Aufnahmen machen kann. Und man sieht den Mars so oft, wie man nur kann. Gesteine und da liest man, dass außersehen da irgendwelche Bakterien jetzt anfangen zu gedeihen, die halt durch diese Landefähren außersehen mitgebracht wurden. All sowas. Also, was haben wir? Was haben wir wirklich? Was oder worin leben wir? Ich meine, ich habe mir wirklich Zeit genommen, wirklich. Ich habe mir alles angesehen, von 1945 an, Adenauer und. Ich habe mir wirklich tatsächlich das angesehen mit den Viren und das alles. Und ich habe diese gesamte Geschichte, die zur Verfügung steht, gelesen, mir angesehen, in mir aufgenommen, eruiert, auf den Weg gebracht. Und jetzt kommen die Fragen. Wer von euch hat das auch mal gemacht? Wer hat sich wirklich die Zeit genommen? Danke Google, danke Geschichtsbücher, danke Lehrkörper, dass man überhaupt dahin kommt, wo man hinkommt, nämlich zu einem gewissen Punkt. Punkt des Lebens, wo man feststellt, wow, so viel passiert, so viel kann passieren. Was ist, wenn das mit dir passiert? Hammer. Es ist Hammer. Es sind immer drei Geschichten. Ja, nein, vielleicht. Und ja, was will ich mit so einem Video? Ich will euch einfach mal dazu bringen, das selbst zu machen. Selber einfach mal die Geschichte durchforschen, sich die Geschichte des Lebens anschauen und dann zu einem gewissen Nenner kommen. Und wenn ihr auf diesen Nenner gekommen seid, dann frage ich euch jetzt hiermit, wenn ihr wirklich auf den Nenner gekommen seid, was geht wirklich tatsächlich ab? Okay, wenn sich wirklich alles nur um eines dreht, Reichtum. So, wenn man richtig reich ist, das kann man ja wunderbar bei TikTok sehen, den richtigen Reichtum. Autos, die man nicht kaufen kann, Häuser, die man nicht kaufen kann, ein Umfeld, was man sich nicht leisten kann. Das sieht man. Ne? Kann ich schon mal so nochmal aus Spaß machen? Das ist mir aufgefallen. Ich gehe jetzt einfach wieder rein. Hier noch einmal, hier ist nichts. Ist wie so ein Zaubertrick. So, jetzt geht mal wieder rein. Microsoft-Aktien besitzen und dafür $8,715 Dividende bekommen. Das sind ca. 7.250 Euro. Wenig, aber mehr als bei Apple. Das würde passieren, wenn man eine... So, jetzt habt ihr sogar gehört. Fiktion. Habt ihr gemerkt? Ihr macht euer
Phone an und schon kommt die Welt der Fiktion. Was wäre, wenn? 1 Million bei Microsoft. Habt ihr gehört, was dabei rauskommen würde? So, Fiktion. Also ist das doch totale Fiktion. Wenn jetzt jeder sowas haben muss, viele können damit gar nicht umgehen, ab einem gewissen Alter. Ja? So, jeder soll sowas haben müssen, damit er da eine App drauf hat, damit er nachweisen kann, dass er gesund ist. Und da sind wir beim Kernpunkt und auch schon beim Ende. An alle Zuschauer, die wirklich tatsächlich auf eine Art kerngesund sind. Ja? Ihr wart beim Arzt, habt euch richtig gut durchchecken lassen, wirklich. Ja? Der Arzt hat sich auch wirklich tatsächlich Mühe gegeben. Der hat euch überall hingeschickt. Ja? Tomografie und so weiter, MRT und so weiter. Ja, innen, außen, alles angeguckt. Wirklich tatsächlich. Und er sagt zu euch, tja, relativ gesund. Ihr habt da ein kleines Wehwehchen und da ein kleines Wehwehchen. Peng, bumm, aus. So, diese Diagnose habt ihr auf einigen Seiten. Ja, komplett. Ihr habt die komplette Diagnose auf allen Seiten, wo draufsteht, am Ende, gesund. Du bist gesund. Jetzt die Frage, die wirklich gestellt werden muss. Warum lässt du dich dann vollstopfen mit Medikamente, die du gar nicht kennst? Du vertraust jemanden, den du gar nicht kennst. Ja? Du lässt dich stechen von jemandem, den du gar nicht kennst. Ja? So, du trägst jetzt einen Impfstoff in dir, 2, 3, 4 Mal hast du dich pieksen lassen. Du weißt nicht tatsächlich wirklich, was da so. Und irgendwann kommt eine Diagnose und der heißt, du bist schwer krank. So, wenn dann die Diagnose irgendwann kommt, du bist sehr, sehr schwer krank geworden und du fragst dich, ups, wo kommt das her? Natürlich durch die Impfung. So, das wird ja auch diagnostiziert. Ja, irgendwie hat die Impfung da doch irgendwie, da fängt das Gestotter an. So, Regress, nun gut, wen willst du Regress? Das ist schadenersatzpflichtig, ja. Ist Körperverletzung auch, könnt ihr euch, ist so. Jeder Arzt, jede Impfung ist eine Körperverletzung. Und deswegen sollte er auch ganz viel unterschreiben, ja, vor allen Dingen das Kleingedruckte, damit diese Körperverletzung an euch ihr nicht in Regress stellen könnt. Ganz raffiniert, oder? So, ich finde es super toll, deswegen mache ich dieses Video, weil ich mir das wirklich tatsächlich alles angesehen habe. Es gibt da Leute, die wegen dieser akuten Geschichte des Impfen, auf die Straße gegangen, vor laufende Kamera, und versucht haben, Menschen aufzuklären. Ja, sie nennen sich die Aufklärer, erzählen wunderbare Sachen, haben auch wunderbare Bilder hinter sich. Kill Bill zum Beispiel, die Hauptdarstellerin von Kill Bill, mit ihrer nicht Machete, sondern Samurai-Schwert. So, zum Beispiel. Und dann wird erklärt, was dieser Impfstoff mit euch macht. Und dann wird uns suggeriert bei TikTok, Instagram und so on, wie die Leute alle so draußen. Wie gesagt, ich war draußen. Ich habe mir auch alles angesehen. Nur gesehen habe ich nicht das, was ich da gesehen habe. Das sind nämlich Momente, die halt geschehen, das ist richtig, aber du weißt nie wann. Du weißt nie, wann der Moment geschieht. So, da wir heute in der Lage sind, den Moment, der gerade so eben geschieht, aufzuzeichnen mit dem guten Stück, zeichnen wir das auf und zeigen es. Es ist aber eine Momentaufnahme. Es ist nur ein Moment aus 24 Stunden von irgendeinem Tag, wo du zufälligerweise mit einem Phone dieses aufgezeichnet. So, der Tag hat 24, 7 Tage haben wir die Woche und 5 Tage opfern wir mindestens 10 Stunden für irgendjemanden. Das ist Fakt. Es ist Fakt. Wir opfern 10 Stunden für fremde Menschen. Sie bleiben fremd. Auch wenn 50 Stunden die Woche, 200 Stunden im Monat mal 12 im Jahr vollzogen. Nachher gegen Geld. So, gegen Geld. Das Geld gehört wiederum einem anderen. Du bekommst es. Und wenn du einen Zyklus einhältst, den man dir gewährt, dann kann es sein, dass du ein bisschen Geld rausbekommst,
aber ganz viel Ware schon hattest. Ja? Es gibt ja Unternehmen, wo du einkaufen kannst. Es gibt ja, oder es gab, diese Unternehmen gibt es nicht mehr, aber die gab es. Es gab Kaufhäuser, 5 bis 8 Etagen, wo du einkaufen gehen konntest. Du hast also kreditiert eingekauft und hast am Ende des Monats dein Geld bekommen, um eine Rechnung zu bezahlen. Und dann hast du natürlich weiter eingekauft. An alle die, die 30 bis 50 Jahre so leben konnten, das war ein schönes Leben, oder? Ihr habt in Warenhäusern gearbeitet und ihr habt dort nicht nur gearbeitet, ihr habt regelrecht euer Leben von da gezogen. Ihr seid in die Möbelabteilung gegangen, ihr seid in die Autoabteilung gegangen, in die Spielwarenabteilung, in die Bekleidungsabteilung und ihr seid in eine Welt eingedrungen bei euch privat zu Hause. Ja, und es sah immer super gut aus. Es hat richtig Spaß gemacht. Bis es nach und nach entzogen wurde. Ja, und jetzt gibt es diese Art von Warenhäuser nicht mehr. Es gibt auch kein Voraus mehr. Man kann arbeiten. Ja, man kann arbeiten in der heutigen Zeit und bekommt dann Ende des Monats sein Geld. Aber wo geht man eigentlich noch einkaufen? Ja. Also im Voraus geht schon mal gar nicht mehr. Und Sicherheit gibt es auch nicht mehr. Und am Ende fragt man sich, in welcher Kulturebene sind wir denn eigentlich? So, wir arbeiten hiermit. Seid ehrlich, komm, jeder von euch macht, sonst könntet ihr gar nicht hier dieses Video sehen, wenn ihr das nicht tätet. So, ich gehe nochmal rein. Die Stadt Offenbach meldet die Rückkehr zur Normalität. Gestern mehr Festnahmen als Neuinfektionen. Hey Leute, wisst ihr was? So, mehr Festnahmen wie Neuinfektionen. Okay, dieses Video hat natürlich einen Sinn. Und zwar euch zu zeigen, den gewaltigen Unsinn. Ja. Okay, jetzt habe ich natürlich wieder eine Nachricht bekommen, weil sich da jemand bedankt hat. Denn ich war nämlich gerade schon unterwegs. Ja. Ich war da gerade schon unterwegs und habe einem wieder mal eine kleine Freude gemacht. Muss ja auch mal sein. Ne? Ja. Und die Welt der Elektronik stellt fest, oder ich stelle durch die Welt der Elektronik fest, dass hier etwas nicht stimmt. Und zwar die Welt der Elektronik zeigt mir eine Information, die ich gar nicht gebrauchen kann. Sie zeigt mir eine Illusion von einer möglichen Welt, die es gar nicht so gibt. Ich sehe einen Busfahrer, der mir kleine Geschichten erzählt. Ich sehe da wirklich super Frauen, die Wahnsinn aussehen, die ich nie in meinem Leben sehen werde, nur dort. Ich erlebe eine Zeit, wo ich mich frage, was soll das? Ja, so. Wir springen nochmal ganz schnell zurück. Mai 1945, Ruhe. Wir mussten unsere Waffen weg, also wir nicht, aber die Eltern, Großeltern gaben ihre Waffen ab. Waren nachher Freund sogar. Die Amerikaner haben gesagt, weißt du was, du Crowd, mach deinen Scheiß alleine. 4 Jahre später, 1949, durfte man sich hinsetzen und das darf nie wieder passieren, was passiert war und ist. 77 Jahre ist es jetzt her. Ich runde jetzt mal runter. 75 Jahre. Nach 75 Jahren Frieden, Waffenstillstand, sind wir jetzt hier in einer Republik, 16, an der Zahl kleiner Länder, wo wir leben. Über 80 Millionen von Menschen. Hier in dieser Stadt über 50.000 von Menschen. Ja, ist eine ziemlich große Stadt. Und ja, ein Wert von unter 50, so redet man ja mittlerweile. Sie laufen hier alle normal rum. Einige haben halt diese Filtertüte auf, andere nicht.
Im Jahr 2020 sind von diesen genau 56.000, also 560.000, gerade mal 560 verstorben, aber normal verstorben, hat nichts mit diesem Virus zu tun. Aber man hat natürlich, ist egal, man hat das also in die Szene. Also zum ersten Mal wurden diese 590 Verstorbenen mal geehrt. Ne? Ja. So, 560.000 Menschen leben hier. So, zeitweise 600.000, wenn Besuch eintrudelt. Ist aber selten, sehr selten. So, über 80 Millionen leben in diesem Deutschland, in dieser Art von Deutschland. Der Löwenanteil in Berlin, und das war ja schon immer da, Chaos in Berlin, aber was soll man machen? So, ich weiß nicht, in welcher Stadt ihr jetzt lebt. Köln hat ja immer noch einen hohen Wert. Und bla bla bla. So, Köln ist für sich. Ich habe mir Köln mal angesehen, sehr oft. Auch Dreharbeiten und unten am Rhein für einige Sendungen. Und naja, der Rhein gefällt mir schon und der gewisse Blick und der Wind, der mich dann erfasst und oben, wo man auf der Meile essen und trinken kann, am Dom, um den Dom herum, ist schon okay. Ist schon okay. So, aber wie gesagt, Köln mit seinen einigen ehemalig Gelände von der Lindenstraße zum Beispiel oder andere Sachen. Ich habe viele dort kennengelernt, die halt auch da verwalten, auch Schauspieler. Und natürlich WDR, ARD und ist klar, aber natürlich der WDR. Ne? Der WDR hier und Karstadt da, ne? In dieser Gasse, habt ihr ja sicherlich schon mal gesehen, das Gebäude. So drumherum wurde dann gedreht, gemacht, getan, Wallraffplatz zum Beispiel. Und unten am Rhein. Ja, und dann natürlich für Cobra 11, da die Geschichte, für RTL, das rum. Also vieles wurde da aufgebaut, dann wieder kaputt gemacht und dann nachher wieder abgebaut. Also der Tag, so ein Tag an einem Drehort hat was. Und abends fährt man dann heim. Und man muss immer darauf achten, wo die Schilder sind, damit man auch die richtige Ausfahrt findet, damit man nach Hause kommt, wenn ihr versteht, was ich meine. Köln ist so eine Sache. So, Köln, schön. Mainz, schön. Frankfurt, schön. Alles okay. Mainz auch. So, und ja, wie gesagt, schön ist alles relativ. Und etwas stimmt nur nicht. Es stimmt was nicht. Und das ist gewaltig. Und das muss jeder für sich wirklich, wirklich, wirklich herausfinden, dass seit 2020 etwas nicht stimmt. Und die Frage lautet, ob im Jahre 2022 sollte da wirklich alles stimmig sein, irgendwie normal sein, weil im September, Oktober da was Neuartiges gewählt wurde, aber was denn? Neuartige sind irgendwie eingeflossen, die vielleicht gefeiert werden, vielleicht auch nicht. Politiker. Politiker. Keiner von denen kann was. Die, die was können, verdienen Schweinegeld. Und dann fragt man sich, wer sind denn die? Wer sind denn die Berater dieser Politiker, die mal eben 360 Millionen Euro ausgeben für Beratung. 360 Millionen Euro für Beratung. Sie lassen sich beraten. Über 700 Politiker lassen sich beraten. Ich frage euch allen Ernstes, warum duldet ihr sowas? Warum ist da kein Arzt, der für Gesundheit zuständig ist? Warum ist da kein richtig ausgebildeter Jurist, der für die Jura zuständig wäre, politisch gesehen. Ja. Warum sind da Putzfrauen, Schulabbrecher? So in dem Dreh. Putzfrauen, Schulabbrecher, irgendwelche Elektriker, Banker, ja, also Bankangestellte, keine Banker. Ja. Warum sind die an dieser komischen Macht da? Und drumherum sind wirklich Fachleute, die richtig Geld verdienen. Und die machen das. Und die RKI-Chef, Pferdeonkel-Doktor, ein Tierarzt.
Ja, Herr Drosten hat die einfache Variante. Weil es gibt drei Punkte eines Viren. Virologen. Ja? Die ersten kann jeder. Aber die dritte ist die wichtigste. Die dritte ist die wichtigste. Dann kann man in die Tiefe der Virologie, aber auch Herr Drosten war nicht in Wuhan. Der war also nicht in einem Labor, wo wirklich da was gemacht wird. So, wir haben Kampfstoffe, man arbeitet an Kampfstoffe, dann lässt man die auch ein bisschen frei, um zu testen, wie die wirken. SARS, sagt das Wort. Ja, also, ich will euch nicht länger langweilen, aber ich habe versucht, euch ein bisschen jetzt mal selbst, macht das doch alles mal selbst. Geht mal googeln, geht mal Instagram, WhatsApp und so, ja. Macht das doch einfach mal. Und kommt doch einfach mal so dahinter, was geht ab. Und vor allen Dingen, was viel, viel wichtiger ist, euer Umfeld, ja. Nehmt doch mal euer Umfeld wahr. Nehmt euer Umfeld wahr. Wenn er Zeit hat, 50 bis 100 Kilometer. Wenn er keine Zeit hat, 10 bis 20 Kilometer. Und eine halbe Stunde bis zu 3 Stunden. Wenn er Zeit hat, sogar 8 oder 10 Stunden, wenn er Zeit hat. Und dann nehmt das alles mal in euch auf. Und dann stellt euch doch mal die Frage, euch selbst, was geht hier eigentlich ab?